Willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Blackguards. Und wir sind hier gerade mitten im Kampf und unser guter Olgard versinkt gerade Oslaif. Nee, Oslaif, Olgard, wie habe ich ihn eigentlich genannt? Olgard, genau. Versinkt gerade im Sumpf. Da habe ich leider nicht aufgepasst. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, du kannst hier nochmal den... Ach, diesmal hat's geklappt. Sehr gut. Okay. Ja, das hat ordentlich gesessen. Zum Glück sind die so dumm und rennen durchs Feuer durch. Dafür kriegt er jetzt ordentlich einen ab. So. Dann rennst du jetzt mal hier hin. Auch durchs Feuer und Wuchtschlag. Weg. Ach, wir können endlich wieder mal was tun. Machen wir da mal mit einem Wuchtschlag. Hier dann mal noch ein Zack. Feuerball drauf. Unser armer Zauberer. Ja, gehen wir mal dahin. Mist. Nächster Angriff. Gut. Nochmal gezaubert und dann dürfte die hoffentlich weg sein. Ja. Jetzt haben wir noch eine Sumpfranze. Die kriegen wir jetzt aber platt. Mist. Großartig. Rolzi ist noch da, seht ihr? Ich sehe einen Lederfetzen mit Krakeleien. Ach, da geht's lang. Folgt mir. Gut, das wäre erledigt. Wieder ein paar Abenteuerpunkte. Sonst leider nix. Ich werde vorher mich aber nochmal aufheilen. Wie gesagt, wir haben ja einiges abgekriegt hier. Mhm. Yep, übernachten. Jederzeit wieder. Weiß ich doch. Und euer Verkaufen könnte ich auch mal wieder. Hier noch ein paar, in Anführungsstrichen, unnütze Sachen gefunden. So. Okay, weiter geht's. Ich mach das mit der... Oh, was, jetzt schon die Drachenhöhle? Na toll. Schnüffelst du etwa? Ich rieche was. Aber es ist nicht der Drache. Heißt das, die Luft ist rein? So würde ich das nicht sagen. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Oh ja, eine ganze Menge von diesen Asseln. Gibt aber hier... Ach gut, dann scheinen die zum Glück hier nicht wieder zu spawnen. Sind das da Leichen? Alles klar. Ich versuche mal gerade... Ne, drehen kann ich die Kamera hier nicht, oder? Ne. Okay, dann gehen wir uns mal die Asseln vorknöpfen. Runde beenden. Dann kommt mal alle hier. Gruftasseln. Autsch. Und eine Wunde. Mist. Okay, lassen wir die mal rankommen.
Okay, gewöhnlicher Schaden. So, zauber mal gerade bitte hier irgendwo einen Feuerball hin, wo möglichst viele Asseln mit getroffen werden. Da. Jawohl, hat funktioniert. Sehr schön. Sehr schön, meinte ich natürlich. Dann können wir auch mal angreifen. Wie üblich, Wuchtschlag, bam. Nicht jammern, sterben. Mist. Das war jetzt nicht so prall und ich glaube, unser Zwerg kriegt jetzt mal einen Amatrutz. Boah, der hat schon zwei Wunden. Oh, Naurim hat auch. Dann müssen wir, glaube ich, demnächst mal die Wunden versorgen. Also Naurim hat zwei Wunden und Zurbaran hat auch schon eine. Hab ich ganz vergessen. Feuerball. Ne, da kriegen... Ne. Dann... ein Ignisferus Flammenstrahl da drauf. Und versaut. Sehr schön. Zack. Weg. Das wird, glaube ich, ein schwieriger Kampf hier. Haben wir irgendwo eine angeschlagene? Die ist angeschlagen. Dann schlagen wir noch mehr. Und zwar drauf. Jawohl. Nächster Versuch. Gut, der hat gesessen. Wir hauen das Viech mal platt. Nein, hauen wir nicht. Oh, Naurim geht's echt nicht gut. Alles klar. So, du nimmst jetzt mal einen Heiltrank. Ist gleich wieder weg. So ein Mist. So, jetzt hör auf auszuweichen, du Mistviech. Und drei Wunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich mich echt blöd angestellt hier. So, du gehst jetzt mal drauf. Ne, gehst nicht, aber hast zumindest einen was abgekriegt. So, ich hoffe mal, die geht jetzt endlich mal drauf. Gut, jetzt können wir uns wenigstens mal, ja, mehr oder weniger in Ruhe heilen. Ne, wollte ich nicht. Ich wollte Inventar. Du nimmst meine Wundbinde. Oder kann ich das jetzt nicht? Ne, ich bin immer noch im Kampf, kann deswegen noch nichts ausrüsten. So ein Mist. Kann ich den Kampf irgendwie abbrechen? Hotkeys, Charakterbogen, Inventar, Questlog, Menü. Nee, kann ich nicht. Weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Scheiße. Da müssen wir versuchen, jetzt hier durchzukommen. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Ja, Zurbaran regeneriert ein bisschen was. Wir laufen mal. Und die Gruftasseln kommen. Ach, Mist. Ich sehe leider schwarz für den Kampf.
So, Gruftassel Nummer 1. Und versemmelt. Naurim, hau da mal drauf. Und jetzt geht unser Zwerg drauf, wie es aussieht. Kannst du noch einen Amatrutz drauf machen? Bringt vielleicht ein bisschen was. Auf Wiedersehen, Naurim. War schön, dich gekannt zu haben. So, der ist bewusstlos. Ich würde den jetzt ganz gern wiederbeleben. So, und Balsam Salabunde drauf. Naja, doch, brauchst du. Oh Mann. Ich sehe es kommen, dass das da nichts wird. Ich müsste auch mal wieder mit Wuchtschlag angreifen und nicht mehr mit dem normalen Angriff. So. Oh. Das war nicht schlecht. So. Feuerball. Da drauf. Sehr gut. Schade, oder? Ist der tot? Ich glaube, ja, die ist erledigt. Haben wir hier noch zwei von den Gruftasseln. Einmal, der sitzt natürlich nicht. Wie viel hatten die Assel da? Nee, komm, da kannst du normale Attacke drauf machen. Mit ganzem einen Schadenspunkt. Naurim ist gleich schon wieder weg. Ach, ist das... Ja, das passiert, wenn man nicht gut vorbereitet in den Kampf geht. Habe ich, glaube ich, bisher alles zu leicht genommen mit denen. So, Naurim ist wieder erledigt. Dann gibt es gleich eine Balsam-Salabunde. So. Jetzt erledigen wir doch endlich mal diese verdammte Gruftassel hier. So. Gut. Ich könnte den Kampf auch erneut versuchen. Das ätzend. Gut, wagen wir uns wieder weiter vor. Hier ist ja auch nichts, was wir irgendwie benutzen könnten. Die nächsten Asseln. Okay, Naurim ist dran. Draufhauen, hoffentlich diesmal treffen. Natürlich nicht. So, dann hier mal wieder ein Amatrutz und dann sind auch gleich die die Astralpunkte weg. Okay. Ein Wuchtschlag. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass unsere Helden ja schon verwundet sind. So ein verdammter Mist. Du willst mich doch verarschen. Ach Mann.
Gut, ich bring's jetzt noch zu Ende. Also wie gesagt, das wird nichts mehr werden. Aber ich mache den Kampf jetzt noch zu Ende. Ist der ausgeschaltet? Ich glaube, der ist sogar tot. Klasse. Dann komm, Naurim. Wuchtschlag drauf. Jupp, das war's. Unsere Leute sind ausgeschaltet. Zurbaran hat dem auch nichts mehr entgegenzusetzen. Ich glaube, ich werde das einfach verschieben. Wie gesagt, das war's ja jetzt. Ja, komm, bringen wir's zu Ende. Obwohl, der hat noch 14 Lebenspunkte. Nee. Erneut versuchen. Ja. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder am Anfang bin. Also am Anfang von dem Kampf, sondern... Ja. Kann ich den Kampf auch wieder verlassen? Ich werde mal das letzte Autosave laden. Genau, das ist dann davor. Dann werden wir nämlich jetzt mal hingehen und uns ausrüsten. Und das Kampf, den Kampf mit den Gruftasseln mache ich später. Da habe ich jetzt... Ja, das wird jetzt nichts werden. Mhm. Also, einmal übernachten. Jederzeit wieder. Dann kriegt jetzt... So, du kriegst jetzt hier mal einen Heiltrank. Und... Zurbaran eine Wundbinde. Okay, das war nix. Nochmal. Das hat auch nicht geklappt. Dann lassen wir das mit der Wunde. Ich glaube, wir haben auch keine Heilkunde Wunden hat. Und wir gehen mal als nächstes nach Mikram. Und was jetzt? Weiter nach Süden, über die Grenze. Aber nicht auf der Straße. Dieser Rechtswahrer will uns töten und ich habe keine Lust zu sterben. Guten Tag. Guten Tag. Können wir helfen? Ihn brauchen wir lebend. Der Zwerg und der Südländer können sterben. Das sehe ich leider nicht so. Gut. Wir haben hier auch wieder eine nur Deckung. So, Zwerg, dann ab geht's. Einmal hier drauf. Runde beenden. Die Kampfrunde machen wir jetzt noch schnell. Dann kann ich hier noch angreifen. So. Jetzt kommt der hier mit Sofas an. Nee. Hier. Ihm auf unseren armen Magier. Gut, dann können wir jetzt auch hier mal endlich angreifen. Der hat gesessen. Wir erledigen ihn, hoffentlich. Ja. Dann hier mal wieder ein Kampfzauber drauf. Flammenstrahl Nummer 2. Beim nächsten ist er dann erledigt. Ja, kriegen jetzt hier ordentlich was ab, aber... Gut, da können wir jetzt hier einen normalen Angriff machen, genau. Gerade so gereicht. Gehen mal ein bisschen in Deckung. So.
Und wir werden uns jetzt hier nochmal langsam ranpirschen. Und den dann umhauen. So, Runde beenden. Der hat scheinbar auch schon seine Runde beendet. Wieso rauchen wir eigentlich? Sind wir vergiftet? Hier, nimm das. Ah, der ist leider zu weit weg. Gehen wir mal ein bisschen näher ran und versuchen es nochmal. Ach nee, jetzt kriegen wir nicht mehr, weil, ja, unser Charakter davor steht. Ach, kommt der jetzt so? Nee, nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Laskas Kopfgeldjäger, nehme ich an. Sie haben unseren Steckbrief. Nein, der Rechtsfahrer will unsere Köpfe. Diese hier wollten dich lebend. Der Anführer hat eine Notiz bei sich. Die Versuche an dem Fund aus Mikram waren ergebnislos. Die Umstände haben sich geändert, ich kann mich nicht mehr selbst darum kümmern. Gebt der Halbelfe eine weitere Dosis und bringt sie zu mir nach Mengbilla L. Lysanders Handschrift. Lysander? Der Kerl mit der Bernsteinbrille, dessen glatzköpfiger Freund dich gefoltert hat. Wir reisen nach Mikram. Vielleicht finden wir dort die Hinweise, die wir suchen. Du solltest uns bei Zeiten erzählen, was hier los ist, Großling. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Gucken uns noch gerade an, was wir an Beute bekommen haben. Ach ja, hier diese Giftdinger und ein gewöhnlicher Gürtel. Ich werde dann nur den Gürtel mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.